Juhu, Banished-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Banished. Angezockt. Nee, Moment. Let's Anzockt, Banished, Banished angezockt. Ich habe gerade so ein bisschen Schiss gekriegt, was die Bewohner angeht. Gott, das ist auch noch null gesunken. Als ich gesehen habe, dass die Essenszahlen so radikal gesunken sind, dass ich jetzt im Frühling lieber noch kein neues Haus bauen möchte. Bauen wir lieber die Gatherhut weiter. Weil wir mögen zwar langsam keine Kinder mehr haben, aber das Tutorial hat ja gesagt, die Leute gehen ja nach Hause, um zu essen. Und das Problem ist ja, dass die Leute, wenn die nach Hause gehen, um zu essen und dann nichts zu essen im Haus sind, ja verhungern. Und ich glaube, wir werden warten bis zum Herbst oder bis unsere Vorräte so voll sind, dass wir wirklich... Können wir denen nicht auch ein Limit geben, wie viel... Die horten so unglaublich viel Essen in ihren Häusern. Das ist krass. Das ist echt krass. Also wir brauchen die Gatherhut auf jeden Fall noch. Wir brauchen auf jeden Fall noch die Gatherhut. Hier, muss unbedingt. Wir stellen mal alle drei Bilder ein zur Verfügung, um hier sich darum zu kümmern. Am liebsten noch Jäger wieder mehr einstellen. Aber die Gatherhut ist auch wichtig. Und momentan haben die Leute alle zu essen in ihre Häuser. Dann gasern sie mal bitte. Das würde mich sehr freuen. Kann aber vorher jemand bitte diese scheiß Baum removen da. Da ist so ein blöd Baum. Vielleicht sollte ich das doch nicht machen, dass wir... Vielleicht sollten wir doch bei Layra bleiben. Das noch auf Pause setzen und hoffen, dass irgendjemand den Kackbusch da wegmacht. Machst du den Kackbusch weg? Du bist Förster. Machst du... Ist so ein ganz kleiner Kackbusch. Irgendjemand muss den Kackbusch. Ich spule jetzt so lange vor, bis jemand den scheiß Kackbusch wegmacht. Irgendjemand macht jetzt den Kackbusch weg! Es geht so lange nicht weiter, bis nicht der Kackbusch weg ist. Ganz ehrlich. Hallo! Irgendjemand, es ist... Oh Gott. Oh Gott sei Dank. Bohnen. Brauchen eine Person mehr, die sich dann in 5 Felder... Ja, ich habe doch eingestellt. 5 Leute, 5 Felder, das passt doch. Jammer mich nicht voll! Und jetzt die Gatherhut wieder starten. So ist der Plan momentan. Ja, wer kümmert sich denn hier nicht drum? Komm schon. Wer mehr als 5 Leute einstellen kann, ich auch nicht. Die sind wohl gerade alle AFK. Ich spule mal ein bisschen vor. Brauchen sich nicht 2 Leute um ein Feld kümmern? Entschuldigung. Das ist irgendwie falsch eingestellt. Verdirbt. So, ich spule jetzt einfach mal ein bisschen vor, damit das hier hoffentlich mit der Gatherhut ein bisschen schneller geht. Weil das Essen macht mir gerade voll Sorgen, ne? Und das ist das Wichtigste, das ist essentiell. Essen ist essentiell. Deswegen heißt es ja auch essentiell. Okay, das ist nicht der wahre Ursprung, aber es könnte eine Wortverwandtheit im Moment essen. Wo kommt dann unser Essen her? Vielleicht kommt das Wort Essen von essentiell. Weiß ich ja gar nicht. Ich weiß es nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. Was machst du da? Spielst? Hattikus spielt. Oh, schön. Hattikus hat Spaß. So, jetzt muss ja nur noch ein bisschen Zeug removed werden. Kleines bisschen Geschissel auf der Hissel, wenn Nissel. Boah, wie die Bäume wachsen. Lol. Wahnsinn. Warte, Geschwindigkeit. Oh, wir haben wieder 100. Wir hatten gerade 100 Essen. Wir hatten wieder 100 Essen. Jetzt haben wir wieder 100 Essen. Und? Die schnappen sich das auch alle sofort und tragen es in ihre Häuser. Das ist unglaublich. Plopp, da ist wieder weg. Das ist einfach nicht. Plopp, da. Serendrald. Waverlin. Waverlin gibt es ja auch noch. Okay, die haben nichts. Oh, okay. Ich kann verstehen, dass euch das sofort geschnappt hat, weil ihr habt nicht mehr viel Essen gehabt in euren Häusern. Die haben ja hier gut Vorrat. Naja, auch nicht mehr so gut. Aber vom letzten Jahr, ne? Das sind noch Bohnen vom letzten Jahr. Wir stocken langsam, aber sicher auf. Und es ist auch noch Fleisch vom letzten Jahr. Ugh. Na gut. Damit müssen die leben. Das ist nicht mein Problem. Da wir uns jetzt ja Gott sei Dank nicht mehr großartig um irgendwas kümmern müssen, kann ich endlich mal ein bisschen vorspulen, weil ich jetzt ja auch ein leichtes Gefühl dafür habe, wie sich das Spiel so entwickelt mit der Geschwindigkeit und all dem.
Mag dann hier sich jemand mal für die Geyser hat... Wo gehen die denn alle hin? Was macht denn ihr da alle? Ein Ausflug zum Herbalisten. Ach so, weil ihr euch schlecht fühlt. Die vielleicht nicht so weit weg von der Stadt pflanzen sollen. Aber das Spiel hat mich gesagt, der muss da stehen, wo alte Bäume sind. Ich glaube, das war auch ganz okay so. Okay, ich springe wieder auf 5 vor. Da wir ja momentan, wie gesagt, nichts anderes zu tun haben. Oh, die Felder werden ja schon... Ja, super, geil. Gut bestellt. Ich glaube, hier in unserem Obstgarten geht es auch gut. Wächst da fröhlich vor sich hin. Hier wird auch schon tatsächlich an den Steinwegen gearbeitet, um unseren wunderhübschen Brunnen drumherum. Das Essen ist schon wieder weg. Ich hoffe, hier kommt jetzt mal bald wieder was rein. Da muss man echt schnell... Die müssen einfach schneller sein, ne? Die müssen einfach schneller sein mit dem Essen. Oh, wie krass. Ist das krass. Das ist voller Krieg hier. Die geben sich auch untereinander nichts ab, ne? Oh, hier der Steinweg wächst. Mensch. Ansem! Ist ja awesome. Okay, Steinweg fertig. Schon mal für den Brunnen schon mal vorweg. Und hier ist jetzt alles removed. Jetzt fehlen hier nur noch Steine und ein bisschen Holz. Isabetti has become an adult and is working as a laborer. Hey, Isabetti, 10 Jahre alt, volljährig. Ja, das ist aber tatsächlich so. Mit 10 Jahren wird man ja geschlechtsreif, in Anführungsstrichen. Also das ist jetzt biologisch betrachtet recht normal, mit 10 Jahren geschlechtsreif zu werden. Dieses Spiel nutzt halt diese alte Mechanik, wie es auch früher noch war. Zu Steinzeitzeiten. Steinzeitzeiten, was für ein Wort. Halt aus, dass das ja wirklich ähnlich war. Da war man halt mit 10 teilweise schon geschlechtsreif. Ich meine, ich habe auch in meinem Bekanntenkreis tatsächlich Mädchen, die halt mit 10, 11 Jahren schon ihre Periode gekriegt haben. Keine Ahnung, wie alt ich war, aber ich war viel älter. Ich bin halt ein Spätzünder. Na und? Boah, die Bohnen, sieht super aus. Das wird jetzt ja hoffentlich bald schon später Sommer. Wird ja schon bald abgeerntet dann. Okay, wir haben Pelze. Ich bin mal wieder auf ein bisschen langsamer. Wir haben Pelze. Wir haben Werkzeuge. Wir haben Feuerholz. Ich hätte gerne ein Haus mehr. Aber ohne Essen mache ich kein Haus mehr. Also mehr Haus. Haus mehr Haus. Ne? Erstmal die Geyserhut noch fertigstellen. So, ein Laborer weniger. Damit das mit der Arbeit hier ein bisschen schneller vorangeht. Ein bisschen. Komm schon. Segen. Segen. Wer arbeitet hier? Ansem ist noch immer außen. Und Lavonie. Wie auch immer. Die halt. Oh, guck mal, da ist wieder... Seht ihr, das Essen ist da und dann schnappen sich die Leute und dann ist es quasi weg. Wobei... es bleibt mal ein bisschen länger da drin. Also wenn wir da wieder so 300 Essen eine Zeit lang stehen... Oh, und weg ist es. Alter, wo bringst du das hin? Lawrence, ihr habt doch schon da genug. Könnt ihr vielleicht mal den... Hier, die haben nur noch 17 Fische im Haus. Da muss man echt schnell sein. Rosarian, Gerald und Raverin. Ja, weil... Ich mach mir dann echt Sorgen, allein, dass das Haus schon am Verhungern ist fast hier. Ihr müsst unbedingt was zu essen reinkriegen, ganz ehrlich. Ihr müsst euch da mal ein bisschen beeilen. Ein bisschen beeilen wäre echt schön. Aber wir haben ja bald hier noch mehr Nom-Nom, ne? Hier, da wird gleich noch mehr Nom-Nom. Hopp. Na, komm schon. Stell das auch fertig im frühen Herbst. Damit hier noch ein bisschen gesammelt werden kann. Auch im Winter wird hier bestimmt ganz gut gesammelt, könnte ich mir vorstellen. Weil man findet auch im Winter Beeren und all das, ne? Und letzte Säge. Ja, wunderbar. Okay, alle Bilder werden vorübergehend eingestellt als Sammler. Und da hätten wir Miele. Und wir hätten Lemon seit neuestem. Und Lavonie, die gerade eben noch selber mit dran gearbeitet hat. Da hat sie gesagt, ja, da möchte ich doch jetzt gleich arbeiten. Weil dieses Haus macht mir jetzt schon Sorgen, dass da nur 17 Fisch drin ist. Eieieiei. Bringst du, bist du gehörst? Rosarian? Oh, Rosarian bringt Fisch nach Hause. Yes! Yes! Fisch für die Familie. Zwar nicht sehr gesund auf Dauer, sich nur von... Oh, a child named Elias was born. Yes! Ein Baby mehr. Ihr könnt ja auch mal ein paar mehr Kinder kriegen hier. Aber viel Platz noch in der Wohnung.
sind wir wieder 23 Fische drin. Da bin ich schon mal wieder ein bisschen glücklicher. Ey, die horten aber auch wie Sau, ne? Schatz, wenn du Leuten nicht sagen kann, bring das Essen bitte in das und das Haus. Ihr habt schon genug. Es reicht. Ja gut, was heißt genug? Wir haben auch nicht mehr so viel. Oh mein Gott, die ganzen Essensreserven sind alle... Und die Feldarbeiter müssen mehr arbeiten. Aber wird ja schon geharvestet ohne Ende. Oh yeah. Ich glaube, wir haben nicht genügend Essen, um noch ein Haus zu bauen. Ich stoße gerade an eine Essenshürde. Wie ertragreich war das? Diese Saison war ja scheiße. Entschuldigung, aber diese Saison war schlecht. In der letzten Saison haben wir 540 Fisch gemacht, ja. Und in dieser nur 162 bisher. Ich glaube, ich raste aus. Hier sieht es schon wieder ein bisschen besser aus. Und gut, hier muss erst noch abgebaut werden. Wo hängen die jetzt denn schon wieder faul rum hier? Ihr sollt hier Feldarbeit betreiben. Hallo. Oh Gott. Immerhin wurde Eisen gesammelt. Das bringt zwar nichts zu essen, aber besser als gar nichts. Haben wir viel Essen hier drin. Jetzt haben wir mehr Essen, ein paar Bohnen und so. Seht ihr, die hungern schon. Ah, ich kann nicht hingucken. Und bitte, jetzt schnappt euch bitte hier nicht wieder jemand Falsches. Lemon, Brilly, Fletcher, Elise, Brill. Oh Gott, wir haben überall Essensprobleme. Wie können wir jetzt zu einer Essensknappheit kommen? Schnappt euch bitte was zu essen, packt es in die entsprechenden Wohnungen, aber bitte in die, die auch keinen Nom-Nom haben zurzeit. Alter, wir kommen dieses Jahr in Essensprobleme, ganz ehrlich. Der Trag ist richtig mies. Ich muss mal ein bisschen vorspulen, weil ich krieg sonst Krise. Wer hätte das... Oh, Gott sei Dank. Das Essen ist wieder da. Gott sei Dank. Okay, ein bisschen... Ja, ist aber nicht viel Essen. Ah, ich kann nicht hingucken. Trag doch mal da Essen rein in die leeren, in die Häuser, die nichts haben. Okay, wir werden noch jede Menge Bohnen, aber ob wir über den Winter kommen, weiß ich jetzt echt nicht. Haben wir eventuell irgendwie die Fische ausgefischt? Gibt's hier keine mehr oder so? Steht das irgendwo vielleicht? Ich könnte das ja mal nachlesen, ob das mit den Fischen auch irgendwann mal problematisch wird. Fishing Dogs. Nö, da steht jetzt nichts drüber. Dass es irgendwie Probleme geben könnte, dass es zu wenig Fisch hat. Also ich meine, ihr könnt ja mal ein bisschen mehr arbeiten. Gut, wir sind bei 202 inzwischen. Das sieht schon besser aus. Ich kann gar nicht hingucken. Okay, die haben jetzt wieder gut Bohnen. Da wird ordentlich gepupst in den Häusern jetzt. Da ist auch wieder ein bisschen Fleisch drin. Ich weiß ja nicht, wie viel Fleisch. Wir hatten doch irgendwie so eine apokalyptische Summe an Fleisch gemacht. 1000 Fleisch! Ja, aber wir hatten auch 4 Leute zur Verfügung. Die haben wir jetzt halt gerade nicht. Wie sieht's hier aus? Okay, Onions, Roots, Berries. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir schon viel besser. Oh, hier ist auch wieder nur Kohl drin. Die ernähren sich nur von Kohl! Okay, aber das sieht jetzt hier ganz gut aus. Das Haus hier vor allen Dingen sieht voll gut aus. Den geht's voll gut. Könnte man denn an was abgeben? Ja, gar nicht hingucken. Ich traue mich ehrlich gesagt gerade echt nicht. Irgendwie traue ich mich voll. Ich traue mich nicht. Ich würde gerne ein neues Haus aufbauen, aber ja, wir haben wenig Nahrung, um ein neues Haus aufzubauen. Später Herbst, es wird kalt. Und wir haben wenig Kinder, die nachwachsen. Aber ich... Also, okay, jetzt sieht es ganz gut aus, wie das mit dem Essen ist. Das ist jetzt gerade recht hoch. Wir könnten das hier wieder starten. Ich bin mal gespannt, ob sich jemand dann dafür verantwortlich fühlt, da zu bauen. Wenn wir hier eine Person abziehen... Und nee, Holz hacken möchte ich jetzt nicht. Warme Mäntel ist okay, das kann erstmal auch so sein lassen. Dass wir dann 2 Bilder momentan wieder haben, die sich hier drum kümmern.
Okay, ich traue uns zu, ein Haus mehr zu haben gerade. Das damit Essen gefüllt wird. Deswegen spule ich jetzt mal ganz krass vor. Ich bin ungeduldig. Und Antoine und Lavonne. Und bringt da bitte Essen rein. Ich krieg die Krise. Yes! So muss das aussehen. Okay, wir haben wieder Bilder weniger. Wieder ein Lederer mehr und einen Gatherer mehr oder lieber einen Jäger mehr. Im Winter ist gut jagen. Ich nehme mal einen Jäger mehr. Oh oh, wir haben es nicht geschafft, die Felder abzuernten. Das ist schade. Es ist früher Winter und die Sachen werden einfach verschwinden, weil sie niemand abernten kann. Wir bräuchten also theoretisch mehr Feldarbeiter, damit auch zu 100% oder wir bräuchten die Schule, damit die Leute besser arbeiten. Ja Mensch, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, Antoine und Lavonie werden bald anfangen, Lavelliebe zu machen. Ich hätte gerne mehr Kinder, ne? Aber immerhin, wir haben ein Haus mehr pro Saison. Toll. Wir werden wieder Essensprobleme kriegen, ohne Ende, ne? Kannst du noch den Rest sammeln? Ja, okay, die werden noch... Okay, hier verschwindet das zwar, aber die paar Sachen hat sie wenigstens noch aufgesammelt. Wir werden Essensprobleme kriegen. Im Frühling wieder eher, als dass wir... Ja, im Winter haben wir immer gut Essen, das ist nicht das Problem. Aber im Frühling ist dann der Essensvorrat leer. Boah, das ist krass. Vielleicht bringt uns die Hütte ja jetzt hier ein bisschen Ausgleich. Die haben gut gesammelt in der Saison. Sehr gut gesammelt. Wie sieht's hier aus? Okay, 600. Vielleicht kriegen wir die ja noch voll, die 1000 wieder. Und wie sieht's hier aus? Produktion nähert sich der 300. Na, der Fisch war ein bisschen Einbruch dieses Jahr, so wie es aussieht. Das kommt mir noch nicht so vor, ne? Das ist so, es war ein Einbruch. Herbalists. Ja, die Produktion ist immer ziemlich... Oh, 119. Haben wir davon eigentlich was übrig bei den Herbs? Eigentlich haben wir bei den Herbs gut was übrig. Ich würde fast einen weniger einstellen, der sich darum kümmert und lieber hier noch mehr Essen sammelt. Wie es aussieht, haben wir auch alle zu essen. Oh ja, Gott sei Dank, hier ist wirklich jede Menge Essen drin. Ihr schon wieder! Hallo! Nahrung! Kriegt die Krise! Was macht Rosarian denn? Rosarian, du musst doch deine Familie versorgen. Gerald, deine Frau, ja, Frau in Anführungsstrichen, braucht doch Liebe. Krieg ich die Krise bei sowas. So, na gut, dann werden wir mal den Leuten, die eventuell Zeit haben, ein bisschen was zum Arbeiten geben. Hier so ein bisschen Ressourcen abbauen, möchte ich gerne betreiben. Ich hätte gerne, alles was hier ist, alles meins, 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 meins. Weil wir haben ja momentan wieder einen Schneider, der arbeitslos ist. Der kann sich ja da mal drum kümmern, ne? Bist du denn da? Und unsere Farmer haben ja auch nichts zu tun im Winter. Die können sich ja dann darum kümmern, das hier abzubauen. Das ist eigentlich mal eine ganz gute Möglichkeit. Ja, gut. Wir mal schauen, ob die tolle Möglichkeit auch so eine tolle Möglichkeit ist. Im Frühling. Wahrscheinlich werden sie dann alle verhungern.